Hallo und herzlich willkommen zu Comstar TV. Hallo Jens. Hallo Erik. So, erzähl doch mal, du hast beim letzten Mal das Thema Spark angesprochen. Erzähl mir mehr drüber. Ah, gut, dass du fragst. Da hat sich nämlich eine ganze Menge getan in jüngster Vergangenheit. Stimmt, da habe ich letztens auch einen Newsletter gelesen. Ganz genau, da hat sich, wie gesagt, eine Menge getan. Spark ist letzten Endes eine Plattform für Zusammenarbeit. Tatsächlich hat Spark das Potenzial, unsere Zusammenarbeit mit Kollegen, Mitarbeitern, Kunden zu verändern. Du hast verschiedene Funktionen auf einer Plattform. Du hast Message, dass du halt One-to-One chatten kannst oder mit Gruppen und Teams arbeiten kannst. Du hast eine Meet-Funktionalität. Ja. Und bei Meet, wir haben beim letzten Mal über Webex gesprochen. Ja. Und Webex ist direkt in die Spark-Plattform mit integriert. Ach, okay. Das ist halt schon ziemlich interessant. Und last but not least die Call-Funktionalität. Also du kannst auch Telefongespräche über die Plattform führen. Nicht schlecht. Das ist halt schon ziemlich cool. Am besten zeige ich dir mal, was ich damit meine. Hier sehen wir mal den Client, der PC-Client. Du hast auf der linken Seite deinen Roster, wo du deinen ganzen Teilnehmer siehst, also dein ganzes Team siehst, mit dem du so einen One-on-One-Chat hattest. Du siehst in der Mitte die ganzen Nachrichten, alles, was so ausgetauscht wurde. Und auf der rechten Seite siehst du die ganzen Inhalte, die bisher in dem Raum geteilt wurden. Das heißt, wenn ich ein neues Mitglied hinzufüge, wenn ich dich jetzt zu diesem Raum hinzufüge, dann sieht er quasi alle Sachen, die schon darin geteilt wurden. Ganz genau. Dann siehst du sofort alle Sachen, kannst hoch und runter scrollen, kannst dir alles durchlesen. Und dann siehst du auch gleich die Inhalte, kannst es runterladen, kannst es im Client anschauen. Und du siehst oben den Button, dieses kleine, das ist so ein Call-Button. Da drückst du drauf und dann machst du automatisch in den Client eingebaut eine Webex. Und kannst alle Teilnehmer, die jetzt gerade aktiv sind, in die Webex spontan mit reinnehmen. Du brauchst keine Webex-Schedule, du brauchst keinen Client dazu. Ist direkt integriert, kannst du direkt eine Webex starten. Also das mit dem Inhalte nachvollziehen ist ein echt super Vorteil. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja, damit bist du halt wesentlich schneller, kriegst die Teams zusammen. Ja, ist echt super, weil es ist ja einfach, effizient und vor allen Dingen schnell. Aber wie sieht es da mit der Lizenzierung aus? Auch sehr einfach. As easy as 1, 2, 3. Also du guckst einfach, was willst du im Paket haben. Willst du Message haben, willst du Meet haben, willst du Call haben? Und dann wählst du nur die Funktionalitäten aus. Auch da wieder drei verschiedene Pakete. Der eine geht halt los mit 1-zu-1-Chat, kleine Teams und geht dann hoch bis, was weiß ich, kannst du halt dann Moderatorfunktionen haben, dass du Leute einladen kannst, Raum sperren etc. Dann wählst du aus und die Laufzeit dann noch und dann hast du ein Paket eigentlich schon zusammengestellt. Aber wie ich Cisco kenne, musst du doch da bestimmt zertifiziert sein für. Ja, gibt tatsächlich eine Zertifizierung. Das heißt, man muss SaaS-zertifiziert sein als Partner. Aber das ist halt eine kleine Schulung, ein Test dazu und dann ist man da schon zertifiziert. Und eine Frage habe ich noch. Kann ich das nur auf dem Rechner nutzen oder gibt es da noch andere Hardware irgendwie dafür dazu? Du kannst es, wie du schon sagtest, auf dem Rechner nutzen, PC, Mac. Du kannst es auf dem Smartphone verwenden, iPhone, Android. Und du kannst es auch auf Tablets natürlich verwenden. Da sieht man natürlich ein bisschen mehr als auf so einem Smartphone. Aber es gibt noch andere Hardware. Aha. Ja, aber das zeige ich dir erst beim nächsten Mal. Na gut. Bis dahin, bleiben Sie neugierig.